Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Counter-Strike Go Competitive mit Maru und mir. Hallo. Hi. Ich empfehle wirklich, die Deagle nicht mehr zu kaufen. Ich habe es auch nochmal versucht. Es geht gar nicht klar. Okay. Ich würde jetzt mit den Standardwaffen zocken als Pistole, wenn nötig. Gibt's hier noch andere Pistolen? Die Glock ist richtig gut und die USP sowieso. Die Glock ist mittlerweile richtig gut. Sie kommen. Rampe. Warm-up mit einer AK, das ist langweilig. Ist mir der Sound wieder zu laut? Ne? Was ist hier los? Wie sieht unser Team aus? Wen haben wir da? Wir haben einen Warrior, einen Tefurion und einen Sheldon. Ich glaube fast, wir haben die schlechtere Seite erwischt. Sag sowas noch nicht. Auf nur eine HE-Granate und geh in die Halle. Ich nehme nur eine Pistole und will hinterher. Ich gehe die Leiter hoch und werf die Granate in die Pommesbude rein. Na, ich kann mit Pistolen leider nicht so gut. Lass, nicht reinwerfen, musst du nicht. Ist keiner drin. Ich habe hier keine Komm, gekauft. aber, achso, sind eh davor. Sind aber vor der Pommes. Und außen. Einer von uns war doch am Eingang. Wieso guckt ihr denn da nicht? Ach nein. Schön. Wir haben Leute außen, ey, und keiner sagt Bescheid, dass die mir reingerannt sind. Ja, Egal, okay. ist gut, das ist gut. Soll ich jetzt hier bleiben? Soll ich am besten. Ne, bleib noch da. Die sind draußen, also du könntest auch Ah. auf die Dingens gehen, auf die Am das Balkon. Geländer draußen, ja. Oh, das war doof. Oh, der Anthony ist nicht so schlau. Das ist der letzte, Ja, ja. ich habe ihn Zwei, ja. gesehen. Okay, Haupteingang. Ihr habt keinen in der Halle jetzt gerade. Es guckt keiner in der Halle. Okay. Nein, ist der hergelaufen. Bleib schön oben drauf, weil einer ist von euch runtergesprungen. Du bist der Einzige, der jetzt noch oben Ahnung hat. Treffer wieder Lass ihn gar ruhig, er muss eh planen. Lass ihn. Lad nach in Ruhe. Ja. Du hast momentan alle Zeit der Welt. Ja. Jetzt werden sie wahrscheinlich Pommes oder alle Banane, also alle Rampe gehen. Ganz richtig kaufen. Jetzt in der Runde. Werden nicht nochmal jetzt außen kommen, nicht nochmal mit Pistolen gegen unsere Waffen. Also, wenn jetzt auf Ich gehe Nahkampf davon gehen. aus, dass wir bei der Rampe mit vielen Granaten kommen werden oder dass zwei Leute einfach in die Halle rushen werden. Na okay, das Problem ist, ich denke ja auch, dass die fünf Leute sich absprechen können. Theoretisch kannst du aber gar nicht mit dem anderen reden. Ja. Ich bin noch in Halle wieder. Und einer ist außen. Keiner bei mir, keiner an der Rampe. Ich wage mich vor. Unten ist einer in der Pommesbude da in den Seitengang, wo er die Tür aufmachen kann. Er ist noch vor der Pommes. Die Bombe ist ja auch gesichtet worden, laut Karte. Oh, ich habe nur 3 AP, pass auf. Ich bin leider immer noch in einem Lager. Das werde ich wahrscheinlich geteamkillt. Hallo. Außen? Außen? Ja. Ja. Ich habe noch keinen Gegner gesehen. Wenn sie gut sind, wo wären sie jetzt? Einer muss endlich mal Rampe gehen, ansonsten können sie nicht mehr versuchen. Dafür von den Kills her kann sich keiner da eine Waffe gekauft haben, weil sich zwei Leute gerade schon eine Mini-Uzi so geholt haben. Und da wird jetzt Okay. keine Waffengewalt entgegenkommen. Wieder nicht Rampe, wieder außen und Pommes. Okay. Das ist dumm von denen, so kommen die nicht rein. Also sollte ich bleibe trotzdem hier an der Rampe, falls da einer langsam Ja, kommt. ich guck außen. Außen auch nicht und alle vor dem Gebäude. Alle vor der Ja, hinter Pommes. der Rab ist einer. Ja, ich komme jetzt auch von hinten rein.
Drei Stück standen hinter der Tür. Okay. Ich wollte die Tür aufmachen und sie hat geklemmt, da hab ich einfach durchgeballert. Ist nur noch einer. Ja, super, ey. Blocken die Tür. Einer hat eine AK gehabt. Hab ich jetzt. Ich hab jetzt. AK ist auch besser. Ich gehe jetzt mit AWP-Rampe, du kannst außen gucken. Also lauf außen einfach durch. Okay. Auto-Sniper bei Warrior. So einfach außen durch zu rushen. Halt dich aber rechts an dem Gebäude, dann gibst du weniger Ziel ab, wenn die an den Kisten vorbeigucken müssen. Außen, hier, ne? Welche? Außen, ja. 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 Er ist tot. Das waren aber nur zwei. Also erstmal, einer ist noch vor der Terrorbase. Na, ich bin einer tot. Ist auf dem... Achso, du bist tot, okay. Such dich mal. So. Also draußen ist clean, es sind zwei gestorben und sonst kommt keiner mehr. Über mir sind die noch. Die sind alle da oben. Okay. Ja. Ach, noch einer. Ja. Ah, das letzte noch oben auf dem Dach. Das läuft ja für uns. Wir müssen einfach gegenrushen im 5 gegen 5 unabgesprochen, damit die sich gar nicht erst aufteilen können. Kommt sowieso keine Taktik von denen. Wir können das gleich ganz einfach gewinnen als Terror. Ich glaube, davon kennt sich nämlich keiner von den Gegnern. Hätte ich das so fair gemacht, dass das zumindest versucht wird, ein Zweierteam gegen ein Zweierteam zu außen zu. Könnte ja sein, dass zwei davon befreundet sind, aber zumindest spielen sie nicht besonders gut zusammen. Vom Namen her lässt sich da nur nichts rauskristallisieren. Achso, ja, schon wieder draußen, Thema Rampe. Ja. Ich gehe Rampe. Go, go, go. Ist es eine CT-Map? Das ist eine CT-Map. Meiner Meinung nach. Kann aber auch, ja. Ein gutes Team kann hier auch als Terror ein bisschen was reißen. Du hast halt jedes Steinschere Papier, wo du lang gehst. Okay. Auf jeden Fall kommt jemand Rampe gleich. Und außen ist gerade noch nicht. Es kam mir gerade eine Granate geflogen von da. Natürlich! Ich wusste, dass er da steht. Er immer noch vor der Tür, also vor der Pommes. Okay. Der Furion ist da reingerusht, ne? Und ich dachte mir, okay, 3 Sekunden warte ich jetzt noch, dann gehe ich rein. Und natürlich wartet er auf mich, anstatt den Furion abzuschießen. Letztes oben, ne? Wahrscheinlich wieder auf dem Dach. Wenn die immer so weitermachen, können die Runde einfach nicht gewinnen. Hm. Ihr habt keinen, doch, der Warrior guckt außen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt keinen, der außen guckt. Naja, die Bombe liegt ja hier. Sind eher beide auf dem Dach, beide auf dem Terror-Dach. Kann man durch die Sache durchschießen? Ja. Er ist aber runtergesprungen, ist jetzt vor der Terrorseite, also musst du ja, ich hab's rechts gucken. Ah, Sheldon ist hinterhergegangen. Oh, das ist eine ganz bittere Runde für die. Haben sie alle gekauft und nichts draus gemacht. Ich meine allgemein die ganze Map. Die werden die Map nicht gewinnen können. Das kriegen wir als Terror locker hin. Naja. Wenn, bringt den nächsten Tag dann zusammen, wenn wir dasselbe machen. Wenn wir dann im Pommesraum sein. Also sollten wir einfach gegenwaschen oder was? Einfach immer die Granaten durch die Pommes schmeißen, also. Das ist nicht viel zu holen, ist auch nicht viel anzusagen. Ich treffe sie leider nicht. Die Pommesbude. Was sollen sie sich jetzt noch für Waffen kaufen? Die haben alle meine AK. Mit einer AWP können sie vielleicht mal außen gehen, aber dann müssten die auch irgendwie klar machen, dass alle außen gehen sollen. Außen durch? Das heißt, wo kommt das rein? Ich bin jetzt auf der Terrorseite jetzt und guck jetzt in das Haus rein. Ach du bist durch. Ja. Eine Halle, oder? Ne, ich hab einfach nur durch die Wand geschossen. Eine Bombe um B. Die sind durch Rampe durchgerascht. Einer steht links hinten an der Rampe und einer steht auf der anderen Seite bei den Schachten. Rechts von dir jetzt. Aha, haben sie aber diesmal gut. Wieso war. War jetzt gar keiner von uns auf der Rampe gewesen? Haben sie natürlich Glück gehabt. Runde werden sie haben.
Wir werden es sehr wahrscheinlich versuchen, es jetzt nochmal, weil es geklappt hat. Ja gut, schießen können sie aber. Ich versuch's nochmal mit der Diegel, es muss ja funktionieren. Jetzt üben was nicht. Ich schieß bei jedem Schuss jetzt woanders hin, das geht noch im Sack. Spaß auf die AWP, wenn du nur eine Diegel mit oder was. Das Recoil ist aber auch total willkürlich. So, jetzt gehen wir alle Rampe. Na. Ja. Muss man wieder raus. Ah, da kommt einer auf jeden Fall. Ja, auch geklappt. Ungefähr. Da kommen alle. Vier Stück jetzt mit Bombe. Den habe ich mir geholt. Wo war der? Ah, auch eine Rampe. Ich bin nur von hinten mit dem Messer angekommen. Hast du recht gehabt, den hast du nochmal versucht komplett. Ja, hat ja auch funktioniert, deswegen. Gleich nochmal hieß es. Let's go. Warum wollen sie denn kicken? Das Problem ist, die haben davon auch nichts. Haben den Spieler weniger und der Bot ist schlechter. Dürfen eh nicht mitvoten, glaube ich. Ich konnte F1 drücken. Ich weiß, ja, aber ich glaube, es hat nicht gezählt. Achso. Ich habe nicht gedrückt. Ja, voten hätte ich eh gekonnt, aber es war nicht für uns. Wir können das nicht bestimmen. Ja, ist auf jeden Fall wieder Rampe. Einer ist aber hinten durch, glaube ich. Ja, der Pommesbude war einer. Dach und so. Nee. Also eine Bombe liegt vor der Pommesbude und an diesem Seitengang der Tür. Auf dem Dach. Hey, ich bin nicht mehr letzter. Nee, so funktioniert Nuke nicht. Was hätten sie machen müssen? Rushen, du musst immer rushen als Terror. Du musst einfach bestimmen außen Pommes oder also außen Halle oder Rampe. Aber wenn du immer davor stehen bleibst, doch klar, dann können wir doch von drei Seiten in diesen Raum reinkommen. Okay, also als Terror muss ich hier immer einfach durch. Ja, muss halt bestimmen A, B oder C und dann hoffen, dass du richtig geraten hast, so ungefähr. Also ist ein Glücksspiel, die Karte für Terror. Ja, du kannst dann immer noch gewinnen, auch wenn du auf Gegenwert triffst. Ja gut, aber... Du wirst wahrscheinlich Leute verlieren auf dem Weg. Aber jetzt sind wahrscheinlich Pommes oder was? Vor der Halle wieder. Okay. Ja. Oh, das wird sie ärgern. Wahrscheinlich flamen sie schon ganz halt zu im Teamchat oder so. Ja, das ist das Problem ist, wenn du als Terror anfängst, hast du eh einen Nachteil. Wenn jetzt schon das Team sich in Anführungsstrichen da beleidigt und gegenseitig kicken möchte, dann wird es als Täter gleich auch nicht funktionieren. Also maximal sollte man hier versuchen, so mindestens 5 Runden zu holen. 5 Runden als Terror ist schon gut. Wird denn Nuke oft gespielt denn überhaupt in Competitive? Nuke ist eine schöne Map, ja, daran kommt es ja drauf an. Wenn du als Terror gut bist, hast du hier einen richtig guten Vorteil. Rampe. Ah, das ist schon voll gebrennt. Ja. Wieder vor der Pommes natürlich, ja, diesmal fischen sie uns. Beziehungsweise wir haben uns töten lassen. Ja, oh Gott, der Terror hat echt schlecht gecampt. Einer ist in der Pommes. Ja, ich bin... Links oben sind auf jeden Fall auch noch welche. Die Granate war für dich. Der ist schon tot, ja. Die Granate war von meinem Verbündeten leider. Ja, ich weiß, aber für dich. Ich hab's ja gesehen. Es war nicht absichtlich für dich, aber sie kam zu dir und Bombe wird in der Mitte gehen. Es gibt doch noch einer. So, noch einer. Den habe ich auch angeschossen. Anthony. Oh, hat ja eine super Stelle ausgesucht. Oh, blende sich selbst.
Ah, der Anthony, das ist kein Guter. Wie konnte er mich da so schnell abschießen? Außen? Außen. Oh Gott, ich hab geflasht im Häuschen, aber weiß nicht von wo. Zwei Schüsse abbekommen, ich hab beide nicht gesehen. Oh, nur eine war ein Team-Attack. Oh Gott, das ist ein Team-Attack, scheiße, da ist einer drin von mir. Verdammt, was tut das? Der ist draußen, er muss, nee, irgendwo draußen muss er sein. Ich glaube in der Terror-Base hockt der. Ich habe auf jeden Fall absolut nicht gesehen, wo er mich abgeschossen hat. Wieder nicht. Muss Terror-Base sein. Also bleibe ich hier einfach am Boden. Warte in der Halle einfach, aber guck nicht dahin, da wird er nicht reinkommen. Ich würde mich in die Halle setzen und auf den Haupteingang gucken. Dann muss ich ein bisschen wieder nach oben kommen, ne? Der ist draußen gewesen jetzt gerade, auf diesem... Oder wenn ihr in die andere Ecke der Pommesbude, also nicht dahin, wo man dich von außen sehen kann, sondern rechts von dir einfach. Hier. Genau, und jetzt guck da rein. Da. Wenn er die Tür aufmacht, weißt du, es gibt nur eine Tür in der Map. Es muss also links von dir sein. Ansonsten guck, er ist eh zu. Also kannst ruhig da schön in den Gang reingucken. Ich hab grad links. Und wenn er die Bombe plantet, hörst du es ja eh. Er hat draußen die Waffe gewechselt. Er hat die Waffe gewechselt. Vor einer AWP gehabt, er wird eine AK mitnehmen. Er kommt. Nicht einfach ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Tür. Spiel auf Zeit, Spiel auf Zeit. Nein. Die ist richtig gut gewesen. Die ging ins Gesicht. War nicht schlecht von ihm. War es offensichtlich, dass ich da sitze, oder? Er kann dich sehen, wenn er durch die Tür reinkommt. Also er kann, wenn er in das Ding reinkommt, sieht er deinen Arm. Okay. Deswegen halt diese reagier, wenn er durch die Tür kommt. Aber dass er jetzt gerade die Granate da geworfen hat, wo du hinten gesessen hast, war jetzt halt Pech. Du hättest halt auch direkt aus der Pommes rausgehen können und selbst durch die Hintertür gehen können. Dann hättest du mir halt planten gehört. Er hat halt nur noch 18 Sekunden gehabt. Er musste halt jetzt auf gut Glück. Aber 9 zu 2 ist halt immer noch nichts. Rampe ist nix. Außen ist auch nix. Rampe war einer. Oh, außen war noch einer. Komm mal mit, komm, hast du eine Granate, eine HE? Ja. Durch die durchs Haupteingang rein und dann durch das Fenster der Pommes in den Raum. Ich glaube, ich nicht so gut zielen kann. Ich bin ja wieder her. Außen? Der leider, er kommt mit Pommes rein. Nein, hat sich doch anders entschieden. Ja. Ziege hat mich erschossen. Das Lamm. Oh. Schön gemacht. Außen. Ja, direkt hinter dir, hinter der Wand saß könnt er. Genau ich, da. Nee, kannst du nicht. Ja, okay. In 1.6, ja. Also da ist dieses, der Kasten, in dem du saß, aus Wellblech. Ja, da ist nichts mehr zu holen für die. Ich bin eine Granate für mich übrig. Kann man mal eine Shotgun hier.
is out. Throwing a grenade. Alle Rampe. Oh! Zwei Headshots mit einem! Ja. Mit einer Shotgun, mit einem Schuss habe ich zwei Leuten einen Headshot gegeben. Ich habe sie alle sehr stark verletzt, glaube ich. Die standen richtig geil hintereinander. Na? Möglicherweise war die Flasche in meinem Rücken. Let's give it to them, boys. Außen. Außen. Ach, zwei Leute habe ich noch mitgenommen, der mich richtig stark angeschossen war, aber immerhin. Sehen nur noch drei, jetzt fehlen noch welche. Ja. Ach, was? Ja. Er hat durch mich durch den Kopfschuss gemacht. Super. Puh, das wird schwer jetzt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber wenn das so aussieht, dann ist ein Team mit Advan zählt. Ja, die Glock behalten, Granate mitnehmen. Okay. Und wo rennen wir lang? Wegen Rampe, weil die sich wahrscheinlich keine Granaten kaufen werden. Und dann schmeißen wir sie einfach durch. Ja. Musst du schon die Granate zücken, die sind eher da. Okay, wo soll ich jetzt hinschmeißen? In die Wand. Jetzt schon zu spät eigentlich. Achso. Das ist ein A2. Ja. Bombe ist oben. Ja. Baumschacht ist einer. Der letzte. Unten vorm Schacht ist. Achso, okay, warte. Wer hat was? Ja, auf jeden Fall runter, wenn ich komm. Klar, Hammer zu holen hat. Ist er mit einer Schnellfeuerwaffe durch die Halle, eine SMG? Ja. Wir gehen durch die Tür. Okay, soll ich irgendeine Granate mitnehmen? Du kannst versuchen, eine Decoy-Granate in die Pommes zu werfen. Okay. Schön. Hast du die Bombe? Nee. Die ist draußen. Noch die letzten draußen. Der letzte ist draußen, der CT-Base und hat noch 36 HP. Jetzt außen, weil sie Waffen haben. Granaten kannst du in dem Spiel nicht hochwerfen, die explodieren nämlich auch in der Luft. Ja, jetzt hab ich jetzt gemerkt. Nein, 6 explodieren sie noch erst, wenn sie am Boden sind. Oh, haben sie, ist der neu der Eingang hier? Oh. Das, wenn man unten rein kann? Ach so, ja. Ich erinnere mich, dass er weg war. Oh, safe hier. Unten gelegt, scheiße, ich bin oben. Ja. Ich wollte den Gang halt mal nutzen.
Und gewonnen. Yay. Bis zur nächsten Runde. Macht's gut, Leute. Tschüss.